Hallo zusammen. Einige von euch warten schon sehr auf ein Kleiderschrank-Update. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt mal in Angriff nehmen werde. Und ich möchte aber vorher noch etwas dazu sagen. Und zwar war ich mal wieder sehr überfordert von meinem Kleiderschrank und auch der Meinung, dass ich viel zu viele Dinge besitze. Aufgrund dessen, weil ich einfach, wenn ich den Kleiderschrank aufgemacht habe, das, was ich gesehen habe, schon überfordert war. Die Auswahl fiel mir einfach schwerer, weil ich mich erst so durchwurschteln musste. Und ich mag es einfach, wenn ich den Schrank aufmache und ich einen klaren Überblick habe. Und ja, damit fühle ich mich irgendwie halt besser. Deswegen habe ich beschlossen, einige von euch machen das wohl auch schon so, dass ich im Winter halt die Sommersachen alle aussortiere und an die Seite packe und im Sommer die Wintersachen alle aussortiere und an die Seite packe und somit ist der Schrank nicht ganz so voll. Ich hatte sonst nämlich immer alles im Schrank, ja. Und jetzt habe ich das gleiche auch bei Lenny und bei Nena gemacht und habe oben auf dem Schrank da oben jetzt, schwupps, wo ist es da, einen Koffer stehen und da sind jetzt im Moment alle Dinge drin, die wir im Sommer tragen und aber nicht im Winter. Ich habe zum Beispiel zwei ganz lange Maxi, also so Maxi-Kleider, nur mit Trägerchen, die werde ich jetzt halt im Winter und Herbst nicht mehr tragen. Und somit können die halt da rein. Und dann habe ich auch ein paar ganz dünne, so Aladdin-Hosen. Ja, die habe ich da, die ich im Winter halt auch nicht trage, die habe ich da reingepackt und ein, zwei Röcke oder so. Ja, das wollte ich vorher noch gesagt haben. Ansonsten habe ich auch gerade eine Maschine Wäsche laufen gehabt und somit sind nicht immer alle Sachen im Schrank, ja. Aber so viele Dinge sind es nicht, denn bei den Sachen waren ja jetzt Nenas und Lennys Sachen auch dabei und keine Ahnung. Ich weiß, dass es eine Hose ist und was habe ich gerade aufgehangen und irgendwie ein paar Tops, ja, so wie Unterwäsche, die ihr auch nicht unbedingt sehen müsst. Und ja, so kann ich beginnen. Und zwar habe ich mir vorher den Schrank mit der Nena geteilt. Das mache ich noch immer. Allerdings haben wir ein paar Dinge aus dem Schrank rausgeräumt, die sie jetzt in ihrer kleinen Kommode hat. Da sie ja ein sehr zartes Persönchen ist und ihre Dinge nicht so viel Platz wegnehmen, hat sie jetzt auf der einen Seite Leggings, kurze Hosen sind noch dabei, weil sie die manchmal so über die Leggings drüber zieht. Und ja, Shirts, Pullover sind halt da drin, so wie Unterwäsche und Socken. Ja. In diesem Schrank sind jetzt also nur noch von ihr irgendwie, ja, ich zeige euch das gleich. Ich wollte euch auch nochmal dazu sagen, wie viele Dinge man einfach oder wir einfach brauchen. Ich denke, Menschen oder mache ich da nochmal ein eigenes Video zu? Ich weiß auch nicht. Ich zeige euch erstmal jetzt den Schrank. Ja? Also, schwupps. Hier oben habe ich Handtücher. Ich besitze drei dieser Handtücher. Also ich habe davon noch ein pinkes. Und hier sind zwei kleine von Nena. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Ich wasche einmal in der Woche die Handtücher. Und ja, das sind so Badehandtücher. Hier habe ich ganz viele Seifen, die ich alle irgendwie dieses Jahr geschenkt bekommen habe. Ich habe davon keine gekauft. Dann habe ich hier noch, ach, das ist so zum Einreiben bei Erkältung. Und eine Zahnpasta, die wir als nächstes benutzen können, wenn die andere aufgebraucht ist. So, hier seht ihr jetzt mein Fach. Ich habe überall meine ganzen Räucherstäbchen dazwischen gepackt, hier auch. Hier liegen ein paar Tops. Ich besitze keine Pullover, ja. Ich, ja, weiß auch nicht. Wird mal wieder Zeit, ein, zwei könnte ich wohl gebrauchen. Also das sind jetzt so Tops und T-Shirts. Ich habe oben, also auf der Wäscheleine jetzt vielleicht auch nochmal so drei, vier mehr habe ich aber nicht. Hier habe ich meinen Lieblingsrock, den ich immer so über die Hosen drüber ziehe. Und eins, zwei, drei Leggings. Eine Leggings trage ich gerade. Ja, das war es auch schon. Hier zum Beispiel könnt ihr sehen, also das ist Nenas Nachtwäsche. Ja, sie hat hier zwei Nachthemden liegen und einen Schlafanzug. Und da ich, wie gesagt, einmal in der Woche die Wäsche wasche, reicht das völlig aus. Man muss ja nicht jeden Tag, also jeden Abend eine neue Nachtwäsche anziehen. Und hier ist meine Unterwäsche drin.
So, hier unten haben wir, also hier habe ich Socken drin. Meine Socken sind da drin und hier so Badesachen von der Nena und von mir. Darunter ist noch eine Schneehose drin und eine Regenhose von mir. Ja, die ich halt auch echt selten brauche, weil wir haben ja hier fast nie Schnee. Und hier ist Bettwäsche drin. Ich habe eine Bettwäsche zum Wechseln. Und wenn ich dann meine wasche, kann ich die andere drauf machen. Und ja, das reicht aus. Die Kinder, die haben nur eine. Und wenn die am Wochenende, jedes zweite Wochenende nicht da sind, kann ich deren Wäsche waschen. Wenn sie wieder dann nach Hause kommen, ist sie wieder trocken. Ja. So, hier sind ein paar Strickjacken bzw. so T-Shirtjacken von der Nena. Das ist jetzt, was von ihr ist. Und das sind meine Sachen. Da hat sich nicht viel getan. Also ich habe noch immer diese Bluse. Die hatte ich beim letzten Mal auch schon. Das ist hier eine Hose, die ich in meinem letzten Outfit of the Day Video gezeigt habe. Eine Jeanshose habe ich, die ich im Herbst und Winter öfter trage, einfach weil es praktischer ist, auch auf dem Fahrrad. Ein Rock, den meine Freundin mir mal genäht hat. Und dann habe ich noch diese Aladdin-Hose, eine grüne, von diese hier in diesem Grünton, da habe ich noch eine in Braun und dann habe ich eine gestreifte, so das waren dann meine Hosen. Die Jacke, T-Shirt-Jacke, die habe ich mal ne? Dieses Jahr noch. Genau, vom Herzberg. Die hat Kevin mir geschenkt, weil er die nicht mehr trägt. Das ist meine aller, 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 aller liebste Lieblingsjacke. Ja. Hier habe ich eine Strickjacke, die habe ich jetzt geschenkt bekommen. In einem Tauschpaket mit der Mine. Und ja, die ist auch, die habe ich schon länger. Diese Jacke ist auch aus einem Tauschpaket. Das ist eigentlich eine Jacke für die Nena gewesen, aber der Nena ist sie zu groß und mir passt sie. Deswegen trage ich die. Ich habe hier ist noch, wie ihr sehen könnt, meine Kette, die habe ich, da ist mir doch das Band kaputt gegangen. Und dann habe ich das einfach, habe ich von einer Zuschauerin auch geschenkt bekommen, habe ich das einfach hier an die Jacke gemacht. Fand ich ganz gut so. Und die ist nämlich auch etwas dicker, die ist gefüttert und somit auch etwas wärmer. Ja, und dann habe ich hier noch einmal dieses hier von der Fairy Tribe, diesen Umhang Stola und das ist noch von der Mojo. Ja, das war es dann auch schon. Ich habe ja noch, ich habe ja eine kleine Garderobe, die. Schwupps, ich habe eine kleine Garderobe, eine neue Garderobe im Flur. Da habe ich ja auch ein Video die Tage zu gemacht. Ich verlinke euch das nochmal unten. Da hängen ja auch ein, zwei, drei Sachen dran. Und ja, dann habt ihr da nochmal einen kleinen Überblick zu. Dann kommen wir noch einmal hier unten zum Schrank. Und zwar sind da nämlich meine Schuhe. Ja, leider sind mir meine Schlappen jetzt ganz kaputt gegangen. Das heißt, ich habe jetzt keine Sommerschuhe mehr. Ich war auch schon auf der Suche nach neuen Schuhen. Habe keine gefunden. Vielleicht finde ich im nächsten Sommer welche. Die Gummistiefel, die ich noch besessen habe von meiner Mutter, die ich mal geerbt habe, habe ich jetzt auch weggetan, weil ich mich da immer blutig gelaufen bin. Hab blutig gelaufen, hab, ja. So, hier habe ich einmal, das ist so eine Art wie Dogs. Die sind übrigens auch vegan. Die sind für den Herbst und Winter ganz gut, weil die schön warm sind und auch wasserdicht sind. Das sind hier so Chucks, die habe ich auch schon ewig lange. Das sind meine Übergangsschuhe. Habt ihr auch in einem Outfit-Video gesehen. Ja, dann habe ich noch diese hier. Sind auch schon mega alt. Was heißt mega alt? Aber bestimmt so 5, 6 Jahre alt. Genau wie diese grünen hier. Und dann habe ich noch meine Crocs. Die ziehe ich allerdings meistens nur auf Festivals an. Ja. So, schwuppsdiwupp. Moment, das Licht ist scheiße. Also. Ja, das war es dann auch schon. Mehr kann ich euch dazu jetzt ja, nicht zeigen. Ich hoffe. Ach so, ich hatte ja noch, genau das ist auch in dem Video mit der Garderobe, meine ich, habe ich euch auch einen kleinen Korb gezeigt, wo ich dann so halt Stulpen und Tücher und so drin habe für den Winter und Mützen. Und
Aber das war es dann schlussendlich. Wie gesagt, ich war schon wieder überfordert mit so vielen Dingen. Andererseits fehlen mir auch noch ein paar Dinge. Also ich könnte schon echt irgendwie noch ein, zwei Pullover gebrauchen für den Winter. Mal gucken. Aber diese dicken Sachen nehmen auch schon wieder so viel Platz weg. Das nervt mich dann auch. Ja, es kommen immer mal wieder auch neue Klamotten. Es gehen aber auch immer mal wieder andere Sachen. Ich musste auch schon wieder ein paar Sachen aussortieren, die echt weg mussten. Also die ich dann wegschmeißen musste, weil ich die schon unendlich mal geflickt hatte und die jetzt also wirklich hinüber sind. So wie leider, leider auch mit meinen Sommerlatschen. Und ja, manchmal habe ich aber auch immer noch mal einen Fehlkauf, so wie ich euch das, ich glaube, war auch in meinem Herzberg Festival Hall oder so gezeigt habe. Das passiert mir schon auch noch. Dann verkaufe ich die Sachen halt wieder, ist halt dann so. Ist nicht so tragisch, aber ja. Ja, das war es halt dazu und ich wünsche euch was. Macht's gut und überhaupt und tschüss.